Sache. Einen wunderschönen guten Tag zu diesem weiteren Video. Heute leider mit einem etwas ernsteren Thema, und zwar geht es um den Unfall von Alpi Pferd. Ich werde euch jetzt hier einmal die bisher zusammengetragenen Fakten aus der Presse präsentieren. Und zwar hatte der gute Alpi ja einen Unfall mit einem Rentner. Dieser Rentner hat leider den Unfall nicht überlebt und ist noch direkt an der Unfallstelle verstorben. Beileid an die Familie auf jeden Fall. Alpi selbst scheint wohl wieder auf dem Damm zu sein. Zumindest hat er auf Instagram ein Bild gepostet von seinem Bein. Die sah zumindest schon mal nicht gebrochen aus, immerhin etwas. Was ein Glück, hat er vor kurzem noch den Weg zur Schutzbekleidung gefunden. Sonst wäre das für ihn vermutlich auch ganz anders ausgegangen. Ja, letztendlich soll er bei einem Überholvorgang ein Auto berührt haben und dieses beschädigt haben und hat sich dann von der Unfallstelle entfernt. Laut Zeugen sogar mit ziemlich überhöhter Geschwindigkeit. Warum, kann man gleich vielleicht, erzähle ich gleich noch mal ein bisschen was dazu. Des Weiteren hat er dann an einer Ampel einen Rentner umgefahren und ist dabei selbst gestürzt. Was fraglich ist, ist, ob er, also der Rentner bzw. Alpi, rot oder grün gehabt hatte. Das ist noch nicht ganz geklärt. Und weiterhin soll er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Motorrad sein, was er gerade fährt oder was er gefahren ist. Somit kommen da einige Sachen auf ihn zu. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht, überhöhte Geschwindigkeit, vermutlich fahrlässige Tötung, eventuell Rotlichtverstoß. Und zusätzlich haben sie wohl auch eine Hausdurchsuchung gemacht bei ihm. Und da wird vermutlich aufgrund der Videos nochmal eine Gefährdung des Straßenverkehrs auf ihn zukommen. Bleibt spannend, was tatsächlich bei rauskommt. Und ja, eine Begründung, warum er von diesem einem Unfall abgehauen ist, wäre vermutlich denn, dass er halt keine Fahrerlaubnis hatte. Ich tippe mal, dass er noch den A2-Führerschein hat. Was aber auch wieder komisch ist, weil sonst hätte er ja eigentlich auch keine Großmaschinenprobe fahren dürfen. Ich hoffe mal nicht, dass der Führerschein gefälscht war, sonst kommt da nochmal Urkundenfälschung hinzu. Eieiei, der Typ steckt in der Scheiße. Ich habe jetzt nicht viele Videos von ihm gesehen, nur so eine Handvoll. Und muss ehrlich sagen, kein Wunder, dass das passiert ist. So wie er in der Stadt rumballern war, alter Schwede, das ist echt gar nicht mal so unschön gewesen. Von daher auch ein Appell an euch, bitte übertreibt es nicht. Ja, Schnellfahren ist ganz nett. Schnellfahren macht auch Spaß, so wie Cori das auch jetzt in seinem aktuellen Video gesagt hat, dass ich mir eben gerade noch schnell reingezogen hatte, tatsächlich. Aber bitte, bitte, übertreibt es nicht so dermaßen und habt Schutzkleidung an. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja, auf Alpi wird da haufenweise Zeug drauf zukommen und das Blöde natürlich ist,
dass er mit dem Gewissen leben muss, dass er quasi Menschenleben auf dem Gewissen hat. Ich glaube, das ist keine einfache Geschichte. Insofern also auf jeden Fall noch gute Besserung. Er mag vielleicht auch ein super Typ sein, aber diese Fahrweise kann ich absolut nicht unterstützen. Und ja, dass da nicht früher schon was mit ihm passiert ist, ist eigentlich ein Wunder. Ja, ich hatte mich auch mit ein paar Leuten vorher schon über ihn unterhalten. Sogar einen Tag davor, bevor es passiert ist. Und da sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass es letztendlich nur eine Frage der Zeit ist, bis er sich quasi selbst durch seine Fahrweise umbringt. Ist jetzt natürlich nicht passiert. Möchte ich ihn natürlich auch nicht wünschen. Ich meine, ich kenne ihn jetzt halt nicht persönlich, deswegen weiß ich nicht, wie er drauf ist. Mag bestimmt netter sein. Aber leider ist trotzdem bei diesem Unfall ein Menschenleben draufgegangen. Was natürlich verdammt unschön ist. Von daher echt nochmal der Appell an euch. Bitte fahrt vernünftig. Zumindest übertreibt es nicht. Klar, ab und zu mal schnell fahren ist vielleicht an manchen Stellen auch gar nicht so schlimm. Notfalls gibt es ja auch genügend Rennstrecken hier in diesem Lande. Oder halt die Autobahn, wo man mal am Hahn ziehen kann. Ist jetzt zwar nicht kurvig, aber wer Bock auf Geschwindigkeit hat, der kann das ja da natürlich auch auslassen. Gibt natürlich viele Videos auf YouTube, wo Leute über Land ballern, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, ich weiß nicht, das ist echt nicht so mein Fall. Und wie man sieht, ist das auch saugefährlich. Und vor allem, fahrt nicht ohne Führerschein. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das passieren kann. Also die Polizei sagt, er hätte keine gültige Fahrerlaubnis. Was heißt, er hat aber eine gültige Fahrerlaubnis für andere Dinge. Aber eigentlich vernünftige Händler, die lassen sich doch eigentlich den Führerschein zeigen. Oder warte mal, wie war es bei mir? Ich glaube nicht, nee. Tatsächlich war das denen egal. Aber mindestens bei der Probefahrt sollte man eigentlich als verantwortlicher Händler sich den Führerschein zeigen lassen. Das ist ja wohl eigentlich das Mindeste. In der Regel wird dieser eigentlich doch auch meist kopiert. Zumindest war es bei mir so der Fall. Da wurde Führerschein und Ausweis kopiert. Das mal dazu. Ich möchte jetzt ihn nicht beschuldigen, aber ich stelle jetzt einfach mal ein paar wilde Theorien auf. Eventuell heißt es auch, dass er eigentlich den Führerschein vielleicht abgeben musste. In diesem einen Video, was ich gesehen habe, wurde er nämlich von der Polizei angehalten. Und normalerweise ist es auch so, wenn du zu schnell warst oder so und eigentlich halt in dem Bereich bist, wo man ein Fahrverbot bekommt, gilt das natürlich ja nicht ab sofort. Ich glaube, man hat eine dreimonatige Frist, ich bin mir jetzt nicht sicher, die man mit Gründen noch verlängern kann. Ich könnte mir das jetzt tatsächlich so vorstellen, dass er tatsächlich den Schein dann abgegeben hat und trotzdem gefahren ist. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wäre eine Möglichkeit, oder aber er ist mit einem A2-Führerschein auf einer offenen Maschine gefahren. Auch eine Option. Also Kinder, fahrt möglichst so, also zumindest solltet ihr vernünftigen Führerschein haben. Ja, und dann bitte fahrt vernünftig, übertreibt es bitte nicht. Man sieht ja, was dabei rauskommen kann. Ihr gefährdet nicht nur euch selbst, sondern halt auch andere. Ja, und mit diesen Worten möchte ich dann letztendlich auch das ganze Thema hier erstmal beenden.
Ja, ich versuche euch auf den Laufenden zu halten mit dem Thema, bei dem Thema, über das Thema. Und ja, wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem, was ihr noch machen wollt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, sorry, dass das jetzt vielleicht ein bisschen was Ernsteres ist, aber das muss manchmal natürlich auch sein. Und ja, von daher würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dann beim nächsten Video wieder ein bisschen mehr Spaß haben können. In dem Sinne, haut rein, Kinders. Macht's gut. Auf Wiedersehen und bis bald, ne? Haut rein.